Hallo und willkommen zur neuen Folge von Craftopia. Hallo Schaf. Ich bin gerade wieder frisch nach Einloggen auf den Weg zu unserer Base. Das letzte Mal haben wir gut Fische gefangen. Und irgendwie... Schau ich gleich mal. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es heute extrem laut ist. Audio Settings, Sound Effects. Gehen wir ein bisschen runter. Das nehmen wir auch noch ein bisschen runter. Machen wir bei 15. Immer noch ein bisschen was von der Musik habt. So. Genau. Wir hatten eine Truhe hingestellt, da ist der Fisch drin. Jetzt schauen wir mal, was brauchen wir noch? Wir brauchen Stahl, wir brauchen Cogwheel, wir brauchen Belt Conveyor. Und Money. Was machen wir da am besten als erstes? Ich würde sagen Eisen farmen. Jetzt muss ich gerade was schauen. Ich habe nämlich... ich schaue ja auch so ein bisschen Internets. Da informiere ich mich ja auch etwas. Und ich habe tatsächlich... gesehen, dass wieder ein Bär da ist. Hallo, Bär! Genau. Immer erst mich angreifen, dann einmal durchs Wasser rennen und abhauen wollen. Dass du dich nicht schämst. So. Wo waren wir jetzt, bevor der uns hier unterbrochen hatte? Genau. Ich hatte was im Internet gesehen. Und zwar die da. Diese Generatoren. Damit kann man eine ganz nette Batteriefarm machen. Und zwar mit denen da hinten. Mit den Tutorial-Menschen. Man muss nämlich diese an die Plätze von den Tutorial-Hansels stellen. Und entweder einmal die Welt verlassen und wiederkommen. Oder auslocken, wieder einlocken. Und dann sind die da und spawnen automatisch in diesen Generatoren und produzieren Batterien. Das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Finde ich auch irgendwie ganz nett. Wir haben eine Eisenspitzhacke. Das heißt, die rüsten wir mal aus. Und schauen mal, wo wir Eisen finden. Da zum Beispiel, das Eisen. Das ist doch schon mal gut. Wir brauchen schon mal eine 100 Barren für die 20 Stahl und wir brauchen was waren das? 10? Cogwheels? Da bräuchte man auch nochmal 20 sparen. Das heißt, 120 Eisen brauchen wir. Und haben wir... Ah ja, mal gucken, wir haben schon 52. Das ist jetzt so nett. Hühner, ihr seid... Sind das die Hühner oder sind das die Füchse? Füchse machen auch so komische Geräusche. Also, außer Atem. Okay. Ist akzeptiert. Hier haben wir auf jeden Fall Mushrooms. Mitnehmen. Hier haben wir Kupfer. Seid ruhig. Euch hat keiner gefragt.
Euch hat auch keiner gefragt. Was bist du eigentlich für ein lustiger Haufen? Was kriegt man aus dir raus? Stein. Also 23 Stein finde ich jetzt etwas mager für den großen Haufen. Da haben wir noch Eisen. Können wir da mal gucken, was in diesen Fässern drin ist. Nix. Nix. Und? Oh. Pfeffer. Nehmen wir die Muschel noch mit. Das ist auch wieder bloß Kupfer. Okay. Es scheint so, als wären wir gezwungen, tatsächlich in eine andere Welt zu gehen und da noch etwas Eisen zu holen. Tja. Selber schuld. Ein Steinbogen und Leder. Naja. Sagen wir, hier haben auch Kupfer. Das ist, Silber. Okay. Dann ist das Silber. Das ist auch bloß Kupfer. Sag mal, nur Kupfer hier. Ah, gleich. Sure. Dann würde ich sagen, gehen wir mal. Wo gehen wir am besten hin? Da würde ich sagen. Oder, na, wir gehen dahin, weil da wollen wir nicht jetzt nicht unbedingt was abbauen, weil da wollen wir ja hin. Da wollen wir uns ja dann später hinterlassen. Und da holen wir uns einfach jetzt das Eisen, was wir noch brauchen. Stopp! Wir brauchen noch 30 Eisen zusätzlich. Ja. Eieiei. Das ist auf jeden Fall schon mal Eisen. Wir brauchen 30 Eisen zusätzlich. Und warum? Für die Fließbänder. Oh ja, zumindest ein Level up. Und für die Fließbänder, da brauchst du, glaube ich, ein Eisen pro... Ah, kann ich das hier nachschauen? Nein, natürlich nicht. Schade. Aber wir können mal schnell schauen, wie viel... Ach gut, wir haben schon 100... Wir haben schon 130. So viel Eisen brauchen wir ja gar nicht mehr. Brauchen wir gar keine großen Gedanken machen. Du bist aber Eisen. Genau. Nehmen wir das noch mit. Nehmen wir das noch mit. Sehr fein. Nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr Eisen mit. Sicher ist sicher. Der ist Huch! Da! Nein! Hau ab! Ist der noch hinter mir jetzt her? Nee. Okay. Okay, die Roten schießen mit Feuerkugeln. Die Gelben wahrscheinlich schätzungsweise mit Blitzen.
Er hat gelb, Blitz, gelb und... Na? Ich weiß nicht. Überfragt. Genau. Mit dem hier. Die sollen angeblich super laufen können. Das mag die sehr gern, hatte ich erfahren. Und das werden wir definitiv auch noch ausprobieren. Das bleibt bei 4-5 rum. Aber was ich mich noch frage, diese Monos. Was? Hallo! Ich finde sie so süß, wenn die winken. Ach Gott, das freut sich! Hallo! Ich weiß nicht so ganz, für was die gut sind. Zumindest auch irgendeine Art, eine Aufgabe erfüllen. Ich glaube, ich muss mit denen mal rumexperimentieren. So. Silbernet. 195 haben wir sogar gesammelt. Das ist doch schön. Dann haben wir einmal 99. Dann müssen wir theoretisch warten, ne? Da war doch schon wieder irgendwo ein Bär. Da unten ist ein Bär. Der kann auch gerne da unten bleiben. Machen wir mal noch einen zweiten Ofen. Eigentlich kann man noch einen dritten Ofen machen. So, dann kann man nämlich hier noch einen hinsetzen. Ich habe in einem Video gesehen, wie jemand das switchen. Das ist schön. Jetzt weiß ich wie. Mit R. Okay. Ist doch viel schöner zum Platzieren. Gut, dann kann man nämlich hier noch den restlichen, das restliche Eisen durchjagen. Dann gehen wir nochmal kurz schmulern. Genau, 10 von denen, das heißt 20 brauchen wir da. 30 von denen und 20 Stahlbarren. Dann nehmen wir mal hier schon mal das, was wir haben. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. 2 Stück, genau. 10. Craft. Und kann mir jetzt einer erklären, warum das umgefallen ist? Da ist sogar noch... Okay. Da lag anscheinend noch ein Hummer drin. Der ist... Er ist müde. Er ist sehr müde. Er ist so müde, dass er in der Luft schläft. So. Können wir das schon mal hinzufügen? Dann schauen wir mal. Dann müssten wir eigentlich auch genügend, ja. Oder? 13. Okay, da war nicht genügend. Sieht irgendwie seltsam aus. Wo haben wir jetzt die... Da haben wir sie. Ja, 1. Damit könnte man doch auch... So, da sollte ich mal 30 von denen durchcraften. Und jetzt wollen wir eigentlich noch das restliche Eisen. Und zwar 100
an der Anzahl. 67. Okay, das dauert etwas. Ach, in der Copper Blacksmith kann man... Das kann man hier herstellen. Green Cape for Man. Das erinnert mich stark an Link. Mhm. Red Light Armor for Man. Death geht auf 5. Hitzeresistenz, Kälteresistenz, Poisonresistenz. Jemals Level 1. Mhm. Das nehmen wir, ja. Was haben wir da? Das Ganze als schwarz. Ja, ich könnte nehmen wir schwarz, ne? Oder ich mach mir ein Röckchen. Ein süßes kleines schwarzes Röckchen. Das kleine schwarze. Also wenn das so ist, dann, ja. Let's craft. Oh, oh, was bist denn du für ein schicker Bub? Hallo. Wenn man denn so ständig im Boden reinschauen würdest, dann wäre das gerade auch irgendwie alles etwas lustiger. 119. Das heißt, wir können uns 20 machen. Bitteschön. Dann craft mal los. So, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch Money. Money, Money, Money. Drei, acht, wenn ich einen kompletten Fisch verhaue. Möchte ich aber ungern. Das muss ich jetzt gerade schon mal so sagen. Okay, Fisch bringt mehr als Kupfer. Jo, läuft. Was haben wir hier? Silberschwert. Dann können wir das Eisenschwert weghauen. Was ist das? Gladius 1. Buffalo's Gladius 1. Dann kann man das auch noch weghauen. Ui. Oh, und das hat sogar hier ganz nette Mistormane. Tun wir die doch weg. Sagen wir hier. Restore Life. Restore. Wobei Stone Bow ist jetzt ja schon etwas low. Boah. Der war jetzt schon sehr daneben. Sechs haben wir. Okay, müssen wir jetzt 3 Minuten, 4 Minuten warten. Dann haben wir das auf jeden Fall alles beieinander und wir können in das nächste Zeitalter. So, kann man jetzt mal gerade einer ernsthaft sagen,
welche Schritte ich da höre. Ach. Da ist ein Mono. Nett. Es ist schade, dass das hier nicht implementiert ist. Das ist im Grunde jetzt so der Punkt, wo man sagt, die totale Ausbremse. Weil anscheinend ist das Zeitalter und das Zeitalter mit drin. Doof. Sonst nicht bauen. Chest. Ah ja. Da fehlt ja noch was. Jetzt ist es komplett. So. Jetzt schauen wir mal, dass wir gleich ein paar von diesen Aufgaben da erledigt kriegen. Lernen, wie gefährlich rohes Fleisch ist. Wenn man es isst. Schauen wir doch mal. Jo. Da kommst du eins auf die Nuss. Make a stone pick. Okay. Mama Stone Pick. Make a wooden stick. Make a wooden stick. Use Copper Blacksmith to create a copper bow. To create a wooden arrow. Defeat the boss inside the dungeon. Ja? Ja, darüber können wir reden. Was? Gold. Gold. Okay. Einverstanden. Ein bisschen dauert's noch mit der Manie. Titanium. Stil gibt 5 Stück. Okay. Okay, wir können jetzt jederzeit aufsteigen. Was ich jetzt aber eigentlich gerne machen würde. Ist, dass man so Schildfleisch noch herstellen. Eisenschild, das klingt doch gut. So, genau, das und das. Das kommt mal dahin, das kommt wieder weg, das kommt weg. Das kommt weg, das kommt weg. So, wir haben noch 4 Skillpunkte. Schauen wir mal bei Magic. Da fehlt uns einer. Runic. Okay.
Fire. Lightning Bolt. Das klingt doch auch nett. Das könnte doch bestimmt auch gut gebrauchen für einen Bosskampf. Ein Heal. Magic Shield. Mhm. Was ist das? Magic Blades. Okay. Cyclone Blaze. Ich hoffe keine Minecraft Blaze. Lightning Bolt. Nehmen wir da noch das Wasser. Ein bisschen. Das nehme ich dann schon noch gern. So. Trick. Oder Basic? Meditation. Vitality. Vitality. Vitality ist abgelabelt. 150. Oh, das ist nicht schlecht. Cool. Dann würde ich sagen, sind wir soweit bereit für den Kampf. Speed Trail Beginner. Ey. Da kam ein Hirsch runter. Läuft. Speed Trail. Okay, und warum steht hier ein Cooking Pot? Wo kommt er überhaupt her? Und warum ist der hier? Und überhaupt und sowieso und... Es ist auch meine. Gut, dann würde ich sagen, was Speed Trail für ein Dungeon ist, werden wir dann morgen sehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Würde mir sehr helfen. Auch würde mir helfen, ein Abo. Und wenn ihr schon ein Abo macht, dann macht doch gleich noch die Glocke mit an. Dann verpasst ihr kein weiteres Video von Craftopia und auch von den anderen Videos nicht. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.